Und was würde die Ausstattung kosten, wenn du sie für dich zusammenstellst? So, dass man mal eine Relation hat? Ui, wenn es nach mir gehen würde? Ui, das ist eine gute Idee. Also ich wäre beim Rick, würde ich glaube ich mittlerweile auf Next Level wechseln. Ich persönlich, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat beim Zusammenbauen. Und ich finde diese eine Firma nicht. Es gibt eine Firma, die das hingekriegt hat, dass man seine Wheelbase verschieben kann. Und ich habe keine Ahnung, welche das ist. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendeiner hat es geschafft, dass man mit einem Schnellspanner das lösen kann und sein Lenkrad und Pedale und alles verschieben kann. Und ich weiß nicht, wer das ist. Das Rig hätte ich gerne. Kostet aber auch 2 Scheine. Und es war leider auch nicht Track. Also wenn ich mir das basteln dürfte, einfach so, wenn ich mir das so basteln könnte, wie ich das wollen würde. Also ich gehe, wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, was ich in der Hand hatte, Leute, ne? Was meine persönliche Präferenz wäre. Also ich würde, wenn ich mir das zusammenbauen könnte, wäre das mein Rig kostet dann 899 fürs Rig. Also nochmal, hier geht es nicht darum, Preis oder sonstiges dergleichen, sondern hier geht es wirklich darum, was ich mal in der Hand hatte und was ich für gut befunden habe. Ne? Also es wird bestimmt bessere Sachen geben. 699, Monitor, Stand. 499, Sitz. Nee, der Sitz ist da nicht dabei. Der ist nicht dabei, das kommt roh, das Ding. Nee. Ich habe das schon mal ausgepackt, Leute. Ich habe das auch schon gebaut. Deswegen weiß ich das. Da ist keiner dabei. Schön wär's bei dem Preis. Schön wär's. Dann fahren wir... dann gehen wir zu unserer einzig und alleinigen Lieblingsbude. Und dann machen wir nämlich genau das hier. Und dann wollen wir nämlich das hier haben. Was kommt die? 1550, ne? 1550... Wheelbase. Wir wissen alle, wo das jetzt hinführt. Wir wissen alle, wo das jetzt hinführt, Chat. Richtig. Zu dieser wunderschönen Seite. Und dann wollen wir nämlich noch da. Und dann wollen wir nämlich das hier. Und dann hätten wir nämlich gerne das da. Und dann sind wir bei... Wo kann man das denn hier? Orders, Place with Simulcube Throttle. Nee, das will ich ja nicht. Ich will ja 2 Active Pedals haben. Nee, ich möchte schon 2... hier, davon. 2 Stück. Das heißt, wir sind bei 4.300 Euro. 4.300 Euro Pedale. Soll da alles rein? Also sollen wir wirklich alles reinmachen? Also alles. Okay, alles dann. Wo ist mein Lenkrad? Hier ist es. Was brauchen wir denn noch? 470. Das wird jetzt witzig. Ey, ihr habt gesagt, ich soll das machen. Davon brauchen wir 3. Was ist denn 3 für ein Preis? 3 mal 70. 14, 210. Excel ist nur für Profis, Arkek. Was brauchen wir noch? Monitore. Moment. Ich muss da kurz meine Internetseite öffnen. Ha, kommt mir so bekannt vor, der Bildschirm. So, was brauchen wir noch? Monitor haben wir dabei. Wir haben den Sitz, Shifter. Man müsste theoretisch, Chat, also wirklich, wenn wir jetzt theoretisch unterwegs sind, müssen wir uns auch noch ein rundes Lenkrad holen. Also dann müssten wir theoretisch auch noch mit einem runden, weil für Rallye und LKW und so. Ah, hier ist es. So, jetzt haben wir theoretisch alles drin. PC lassen wir mal außen vor. Erstmal. Dann rechnen wir das mal zusammen. Und dann kriege ich gleich wahrscheinlich einen Brechreiz. Da drüben, das ist nicht unbedingt minderwertiger. Also wenn man alles mit reinrechnet, ich glaube, wir waren, was haben wir letztens ausgerechnet, bei, ich glaube, 15 oder so. Da fehlt halt nur das Motion, in Anführungsstrichen nur das Motion. Und dann wären wir auch bei dem Preis. Und da sind noch nicht mal alle Spielereien, wo ich jetzt sage, das ist ja wirklich nur der Basic-Stuff hier.
Also ich würde beispielsweise, man könnte sich auch noch einen belüfteten Sitz holen oder eine richtige FIA-zertifizierte Schale. Da kannst du nochmal machen. Also schon der Sitz, der da drüben steht von Momo, der hat ja auch schon 700 Euro gekostet im Vergleich. Also der ist ja teurer als der hier. Hättest du denn wirklich einen großen Vorteil damit zu anderen Fahrern? Absolut gar nicht, nein. Das ist nur Immersion. Also das ist wirklich nur Immersion, mehr nicht. Ja, guck mal, Stream Decks könnten wir auch noch mitrechnen. Da kannst du auch nochmal 300 Öcken draufpacken, locker. Also da kannst du bestimmt nochmal 500, 600 Euro kannst du nochmal reinstecken. Locker, wenn das mal reicht. Machen wir 24? Reicht nicht. Reicht nicht. Kannst vergessen. 24 wird nicht reichen. Weil wenn du dir das kaufst, kaufst du dir keine 0815 Kabel. Dann wird das alles ordentlich verlegt. Dann musst du Steckdosenleisten alle noch mit dazu rechnen. Und zwar ordentliche, nicht so eine 5-Euro-Dinger. Dann kannst du Stream Decks noch, Buttonbox, wenn du Bock drauf hast, die kannst du auch noch mitrechnen. Du kannst locker nochmal, wenn du wirklich das schätzt, was du da gekauft hast, kannst du nochmal 1.500 Euro drauflegen. Dann die ganzen Anbauteile noch. Also du kannst dir bestimmt nochmal für 100 Euro alle Profile kaufen, die du anbauen möchtest. Dann hast du immer noch keinen vierten Bildschirm oder fünften Bildschirm, je nachdem. Also wir haben ja jetzt nur mit 3 gerechnet. Da kannst du, ach du, da kannst du schon nochmal gut was reinstecken, wenn du möchtest, ja. Ja, das ist aber auch so, ne, also wenn man sich jetzt mal überlegt, also ich habe ja einen großen Vorteil oder sagen wir mal ein was sehr Positives. Ich darf ganz, ganz viele Dinge reviewen. Und das hat mir zum Beispiel über die letzten Jahre sehr viel geholfen. Also ich musste ja ganz, ganz viele Dinge nicht kaufen, ne? Also zum Beispiel eine Evil Rank musste ich nicht kaufen. Ich habe die Shifter und Handbremse habe ich nicht gekauft. Da hinten im Fenster liegt zum Beispiel auch noch eine Wheelbase mit Lenkrad. Shifter, Handbremse, noch eine Wheelbase mit Lenkrad. Draußen stehen noch Pedale, 2 Stück und noch eine Wheelbase. Und der Coffee Racer zum Beispiel. Also das hat mir ja die letzten Jahre sehr geholfen, Geld zu sparen. Ne? Guck mal, jetzt kommen Monitore. Das kann ich euch ja jetzt sagen. Also diese Monitore kommen jetzt gerade zu mir hier. Das werden meine neuen Bildschirme werden. Die darf ich reviewen und testen. Und sowas, ne? Also ihr seht ja, das ist ja schon eine Menge, was man denn durch Sponsoren auch spart, weil man Review-Videos macht. Aber das, was hier steht, diese Zahl, also wirklich diese Zahl habe ich in meinen Rig gesteckt. Das steckt da drüben in meinem Rig drin. Das kann ich euch sagen. Wenn das mal reicht. Das habe ich für den Stream habe ich das ausgegeben. Weil schon, also mittlerweile ist es ja die dritte Wheelbase. Einmal komplettes Fanatec-Set noch dazu, wären nochmal irgendwas bei, keine Ahnung, ich glaube, das waren 2.500 Euro, 1.500 Euro Thrustmaster. Das ist mittlerweile das dritte Rig, was hier steht. So. Also das habe ich schon da ausgegeben, ja. Und das halt alles nur durch Unwissenheit, ne? Also wenn ich das von Anfang an gewusst hätte oder zumindest damals nicht bis vielleicht ein bisschen mehr auf den Chat gehört hätte, wobei das stimmt auch nicht, weil Chat wollte sich Fanatec kaufen. Das ärgert mich bis heute, dass ich mir den Scheiß gekauft habe. Hätte ich ja auch noch so viel Geld sparen können. Ne? So. Aber das Lehrgeld habe ich ja für mich schon ausgegeben, weswegen ich heute super happy bin, dass ich ganz, ganz viele Sachen testen darf. Und wenn mich jemand fragt, hey Dizzy, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Hast du vielleicht einen Tipp? Dann kann ich dir sagen, ey, pass auf, das R5-Bundle hatte ich an meinem Tisch dran. Ich bin da zum Coffee Racer gefahren. Das hat super gute Dienste geleistet. Kannst du kaufen und dann könnt ihr euch das bedenkenlos kaufen. Selbiges beim Rig, ne? Wenn mich jetzt einer fragt, okay, das von Next Level Racing mag jetzt wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, weil GSE gibt es ja nur gerade aktuell nicht wirklich zu kaufen. Kann ich euch sagen, das Rig kannst du kaufen, habe ich zusammengebaut, das baute sich wirklich super gut, es ist super gut, kannst du kaufen. Das wird wirklich sehr teuer, wenn du rumexperimentieren möchtest. Das wird wirklich sehr teuer. Und bei mir ist es ja so, bei mir wird es ja extra teuer, weil ich kann die Sachen ja nicht verkaufen. Also dadurch, dass ich die ja für mein Geschäft gekauft habe, kann ich die halt nicht wieder einfach verscherbeln. Das funktioniert nicht so simpel. So, bei euch wäre es ja nur, ihr könnt dann einige Sachen nochmal wieder auf den Gebrauchtmarkt abgeben. Das geht ja bei mir nun mal nicht. Da geht übrigens eure ganze Kohle hin, die ihr in den Stream steckt. In sowas.